Gleich zu Beginn des Vortrags, meine sehr verehrten Damen und Herren, muss ich mich bei Ihnen entschuldigen, weil der Saal ist unfassbarerweise zu klein. Und ich kann. Wir finden im Museumsquartier eigentlich praktisch nichts Größeres, weil wir würden gerne hier bleiben, denn es ist dann schon das 10. Jahr, das jetzt beginnt, dass wir hier MathSpace gegründet haben im Museumsquartier als Ort, wo Mathematik einer breiten Öffentlichkeit dargestellt wird. Und wenn Sie jetzt dieses erste Bild betrachten, dann bitte ich Sie, auf die unterste Zeile zu schauen. Das sind unsere Förderer, die vor 10 Jahren niemals geglaubt hätten, dass sich für Mathematik so viele Menschen interessieren würden. Und Sie sind heute gekommen, ja. Sie sind heute gekommen, eigentlich, Sie werden es nicht ahnen, aber Sie sind gekommen, um nur ein paar Divisionen zu erleben. Und nur um zu sehen, wie man dividiert, ein paar Zahlen durch andere Zahlen, das ist ja, also wer würde das für möglich halten, wenn man es ihm erzählte? Wir erzählen also heute in der letzten der Vorträge über Rechnungen, die die Welt veränderten, etwas über Farben. Über Farben und die zugleich zusammenhängen mit Rechnungen. Eine dieser Rechnungen, die sehen Sie hier, 2.437.290 wird dividiert durch 1.523.310. Und da kommt fast heraus, nicht ganz genau, aber fast, also praktisch ganz genau, dasselbe wie 8 durch 5, also 1,6 praktisch. Und das hat mit Farben zu tun. Mit den Farben, die Sie da auf der linken Seite sehen, eigentlich mit den Farben, die Sie nicht sehen, denn Sie sehen hier das Spektrum des gesamten Regenbogens, aber ganz dünne schwarze Linien. Und diese dünnen schwarzen Linien, auf die kommt es eigentlich an. In Wirklichkeit sollte ich Ihnen das negativ zeigen, wo Sie diese Linien als helle Farben sehen. Sie sehen diese schönen Farben hier und die haben zu tun mit Zahlen und zwar mit ganz eigenartiger Art und Weise sind diese Farben mit Zahlen verbunden. Genau genommen ist es so, die erste Farbe, dieses Rot, ist verbunden mit der Zahl 1.523.310. Das sehen Sie auch, das ist zugleich der Nenner in diesem Bruch. Und die nächste Farbe, ein Türkis, ist verbunden mit 2.056.410. Und die nächste Farbe, ein Blau, ist verbunden mit 2.303.240. Lauter schöne Beträge, wenn lauter Euros davor wären, dann wäre das ja so. Aber dann wäre ich nicht hier. Und dann die nächste Farbe, dieses Indigo, ein dunkles Blau, ist verbunden mit 2.437.290. Ah, das ist ja auch der Zähler in diesem Bruch, wie Sie sehen. Und dann die letzte Farbe, die wir hier sehen, die ist verbunden mit 2.518.130, ein Violett. Und was soll das? Nun, ich muss Ihnen einmal zunächst andeuten, wie es zu den Farben kam. Der Erste, der gezeigt hat, wie die Farben zustande gekommen sind, war der große Physiker Sir Isaac Newton. Newton, der als junger Mann bereits sich beschäftigt hat mit der Optik. Das sein erstes Buch war über Optik. Er wollte ja das beste und größte Fernrohr konstruieren, das man sich vorstellen kann. Er hat Gläser geschliffen, er hat sich angeschaut, wie funktioniert das Auge. Newton selbst war ja Experimentalphysiker von allererster Güte. Das Glasschleifen hat er wirklich perfekt beherrscht. Er hat auch genau untersucht, wie funktioniert das Auge. Er hat selbst einmal ein Experiment gemacht, mit einer langen Nadel ist er hineingefahren, hinter den Augapfel und hat herumgedrückt, was passiert, wenn man dann den Augapfel da, unfassbar, also er hat das Augenlicht dabei behalten. Und dieser Newton hatte gemerkt bei seinen Linsen, die er schleift, dass dabei Farben entstehen. Und tatsächlich hat sich dann gezeigt, dass wenn man Licht durch ein Prisma hindurchzieht, dass dieses weiße Licht, das durch ein Prisma hindurchgeht, plötzlich in die Farben des Regenbogens zerfällt.
Das war die Erkenntnis Newtons. Er findet zum ersten Mal diese Spektralfarben, rot, orange, gelb, grün, blau, dieses Indigo, das dunkle Blau und Violett. Ganz erklären konnte er sich nicht, wie das entstanden ist. Newton hat geglaubt, das Licht besteht aus kleinen Teilchen. Kleine Teilchen, die da von der Sonne aus durch das leere Weltall fliegen und dann bis zu unserem Auge gelangen. Vielleicht hat das mit der Geschwindigkeit der Teilchen zu tun. Newton war sich der Sache überhaupt nicht sicher. Es gab einen Zeitgenossen Newtons, der gesagt hat, nein, das Licht besteht nicht aus kleinen Teilchen. Es war Christian Huygens, niederländischer Physiker, auch ein großer Experimentator. Huygens hat die besten Uhren konstruiert. Bei den Uhren war es nämlich ganz wichtig, dass die Zahnräder alle genau stimmen, so dass dann die Uhrzeiger sich in richtiger Weise bewegen. Und da hat Huygens eine Rechentheorie entwickelt, über die wir dann auch später sprechen werden, aber das nur so nebenbei. Huygens hat gesagt, nein, das Licht, das entsteht dadurch, dass etwas schwingt. Im ganzen Universum befindet sich ein Stoff, der Lichtstoff, der Äther. Und wenn der Äther zum Schwingen angeregt wird, dann sehen wir Licht. Genauso wie wenn die Luft angeregt wird durch meine Stimmbänder, dann hören Sie mich. Das ist der Schall. Beim Schall gibt es keine Schallteilchen. Also die, die in der ersten Reihe sitzen, werden vielleicht den Schall als Teilchen spüren, aber das sind nicht die Schallteilchen. Schall entsteht in Wirklichkeit durch das Schwingen der Luft. Es werden Schwingungsvorgänge wie Kugelwellen ausgebreitet. Und genauso, sagt Huygens, sollte es mit dem Licht sein. Und zum Beispiel das rote Licht, das entsteht dadurch, dass da eine Kugelwelle entsteht und Wellenberg und Wellental. Und da ist die Wellenlänge, also von einem Wellenberg zum anderen Wellenberg, etwas länger, darum ist es rot. Und wenn es etwas kürzer gewellt ist, dann entsteht ein gelbes Licht. Und wenn diese Welle sich ausbreitet, aber mit einer kleineren Wellenlänge, dann entsteht grünes Licht. Und wenn die Wellenlänge noch kleiner ist, dann entsteht das blaue Licht. Und wenn die Wellenlänge noch kleiner ist, dann entsteht das violette Licht. So entstehen die Farben nach Huygens. Also Licht, das dürfen wir uns also jetzt merken, ist, so sagt Huygens und so sagten es auch die Physiker des 19. Jahrhunderts, garantiert eine Wellenerscheinung und es gibt eben diese Lichtwellen, hier symbolisch dargestellt als Sinuswellen und Sie sehen, beim roten Licht ist die Wellenlänge, das heißt die Strecke vom einen Wellenberg zum nächsten Wellenberg, relativ lang und beim blauen Licht ist sie relativ kurz, das ist die berühmte Wellenlänge des Lichtes. Und nun fragen wir uns, wie viele Wellen passen in ein Meter? Also ich nehme ein Meter und beim roten Licht passen eine bestimmte Zahl von Wellenbergen und Wellentäler in diesen Meter hinein. Viel, viel mehr, als ich hier gezeichnet habe, das können Sie mir glauben. Die Wellen sind sehr, sehr eng. Aber die Zahl der Wellenberge gleichsam, die hier hineinpassen in den Meter, das nennt man die Wellenzahl. Die Wellenzahl ist die Anzahl der Wellen pro Meter. Und beim roten Licht ist die Wellenzahl größer als beim blauen Licht. Beim blauen Licht ist die kleiner als beim blauen Licht. Beim blauen Licht ist die Wellenzahl viel größer als beim roten Licht. Jetzt habe ich es richtig gesagt. Das sind diese eigenartigen Zahlen, von denen ich gesprochen habe. Also diese Zahlen, von denen ich gesprochen habe, das sind Wellenzahlen. Also es passen in einem Meter bei diesem roten Licht 1.523.310 Wellen hinein. Bei dem türkisen 2.056.410, bei dem blauen 2.303.240, bei dem Indigo-Licht 2.437.290 und bei dem violetten Licht 2.518.130. So viele. Jetzt werden Sie mich fragen, wie kann man denn das zählen? Die Frage ist sehr berechtigt. Und das werde ich Ihnen, wenn Sie mir erlauben, hier nicht erzählen. Wenn Sie wirklich interessiert sind, kommen Sie in einer Woche ein bisschen höher hinauf, im Madspace, da zeige ich Ihnen, wie man das zählen kann. Man kann es nicht so richtig abzählen, aber die Physiker des 19. Jahrhunderts haben Tricks erfunden, wie man diese Wellenzahlen wirklich zählen kann. Zwar nicht ganz genau, also Sie müssen mir glauben, die Physik ist eine sehr exakte Wissenschaft, aber ein bisschen Ungenauigkeit muss man zulassen. Also die Nullen da hinten, ja, bei all diesen Zahlen, die einer stellen Nullen, die sind einfach nur aus Peinlichkeit als Null geschrieben worden. Man weiß einfach nicht, was da steht. Selbst die Zehnerstelle ist nicht ganz sicher.
Ja. Also ob das 1.523.310 ist oder 1.523.320. Also 5 Stellen sind genau. Das ist schon sehr, sehr gut gemessen. Wer jemals ein Experimentalpraktikum gemacht hat, wird wissen, dass auf 5 Stellen genau zu messen eine wirkliche Kunst darstellt. Und die Optik ist eine Kunst. Ist nicht nur eine Wissenschaft, es ist eine Kunst, so genau zu messen. Aber ganz genau ist es nicht. Also, wir gehen mit dem Wissen hinein, dass dies Wellenzahlen sind. Aber was sind das für Wellenzahlen? Das sind die Wellenzahlen des Wasserstoffatoms. Was soll wieder das bedeuten? Die Wellenzahlen des Wasserstoffatoms. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist so, dass Licht verschiedentlich zu uns kommt. Das schönste Licht ist das Licht der Glühbirne. Ich möchte es allen EU-Bürokraten mitteilen. Das schönste Licht. Es ist das Licht der Glühbirne. Wissen Sie warum? Die Glühbirne leuchtet wie ein sogenannter schwarzer Körper. Sie müssen nur diesem Wolframdraht gleichsam Energie zuführen, sodass er erhitzt wird, durch elektrische Energie wird er erhitzt und er strahlt Wärmestrahlung aus. Und wenn Sie gleichsam davor ein Prisma setzen, so sehen Sie das gesamte Spektrum in seiner ganzen Schönheit. Fast genauso schön, praktisch genauso schön ist das Licht der Sonne. Die Sonne ist nichts anderes als eine wirkliche Glühbirne. Die einzige Schwierigkeit ist die bei der Sonne, am Rand der Sonne befinden sich Gase, die werden dann durch diese Glühbirne erhitzt und diese Gase bewirken etwas bei dem Spektrum der Sonne, dass es nicht ganz so gleichmäßig ist wie bei einem schwarzen Körper, der strahlt, also die Glühbirne nennt man einen schwarzen Körper. Bei der Sonne, beim Sonnenspektrum ergibt sich etwas, da entstehen so kleine schwarze Striche, die sind hier ein bisschen größer gemalt, als sie in Wirklichkeit sind. Wenn Newton das Spektrum der Sonne betrachtet hätte und er hätte es, und es wäre so, hätte so ausgesehen, hätte er diese schwarzen Linien schon längst gesehen. Er hat sie nicht gesehen. Ja. Aber diese schwarzen Linien gibt es. Der erste, der sie gesehen hat, war ein Optiker erster Güte, Josef von Fraunhofer, der Beginn des 19. Jahrhunderts gelebt hat, und der hatte Prismen mehrfacher Prismen hintereinander Schaltung das Spektrum möglichst breit gemacht und das Spektrum betrachtet des Sonnenlichtes und hat etwas gesehen, was Newton nicht sehen konnte bis jetzt. Es war unglaublich. Er sah zum ersten Mal diese schwarzen Linien. Und Fraunhofer wusste nicht, woher sie kommen, aber sie waren da. Was sind diese schwarzen Linien? Nun, ich darf Ihnen verraten, diese schwarzen Linien entstehen durch die Gase, die am Rand der Sonne sind. Wie das genau entsteht, will ich jetzt auch hier nicht erklären. Wie gesagt, eine Woche später, oben, und erzähle ich dann darüber. Aber wenn man Gase, eben diese fein verteilten Gase, zum Beispiel das Wasserstoffgas, wenn man das erhitzt, also unter Energie setzt, unter elektrische Energie setzt, und das Wasserstoffgas ganz verdünnt zum Strahlen beginnt, und dann wieder ein Prisma davor schiebt, dann sieht man gleichsam die schwarzen Linien der Sonne jetzt als leuchtende rote Linien. Beim Wasserstoffgas eben diese Linien. Das sichtbare Spektrum des Wasserstoffgases. Die ersten, die das gemacht hatten, waren ein Chemiker und ein Physiker, das war Bunsen und Kirchhoff. Und diese beiden hatten nicht nur Wasserstoffgas unter Energie versetzt und die Linie des Wasserstoffgases gesehen, sondern auch Gase von anderen Stoffen, von anderen Elementen, von Natrium, berühmte Natriumlinie, die im gelben Bereich ist. Sie haben sogar eigene neue Elemente entdeckt aufgrund dieser Linien, die es vorher noch nicht gegeben hat. Gallium, Germanium, das ist klar, die Namen sind benannt natürlich nach den ein bisschen Nationalismus, Gallium aus Frankreich, Germanium, Deutschland. Ja. Aber wie diese Linien zustande kommen, war völlig unklar. Sie waren nur da. Sie waren einfach da. Sie haben die einzelnen Elemente gekennzeichnet, aber wie kommen denn diese Farben zustande? Das war ganz unklar. Die Physiker sind gekommen und haben versucht, Modelle zu machen, dass diese Atome, die da
in Erregung versetzt worden sind, so schwingen wie vielleicht das Fell von einer Pauke oder schwingen wie die Saiten von einer Geige. Aber all diese Modelle haben zu nichts geführt. Sie waren alle irgendwie falsch. Man ist nicht auf diese Farben gekommen. Der darauf gekommen ist, das ist dieser Mann, dem wir die heutige Lesung widmen, das war ein Mathematiker. Der den Mathematikern eigentlich völlig unbekannt ist, denn er war eigentlich nur ein Gymnasiallehrer, so würde man sagen. Er war ein Schreib- und Rechenlehrer in der Schweiz. Ein gewisser Johann Jakob Balmer, der sich sehr mit Geometrie beschäftigt hat und als Lehrer ein Ausbildner aller seiner Schülerinnen und Schüler war. Das Schöne ist ja, wenn man Lehrer ist, man bleibt im Gedächtnis der Kinder haften. Das kann auch manchmal sehr gut sein und man ist als Lehrer gar nicht mehr da und bei dem Matura-Treffen wird man immer sich noch erinnern, ja, der Balmer, der war dieser und so weiter. Das ist ja auch etwas, nicht? Lehrer sein, das ist nicht schlecht, nicht? Man hat seine Schüler als Zeugen, nicht? Man hat seine Kollegen auch als Zeugen, man hat Gott als Zeugen, das ist kein schlechter Beruf, ja? Aber Balmer hat sich nicht nur als Lehrer betätigt, sondern er hat auch diese eigenartigen Zahlen gefunden, also gekannt, mitgeteilt bekommen. Und in seiner freien Zeit, manchmal haben Lehrer ja auch freie Zeit, hat er sich überlegt, vielleicht komme ich darauf, wie diese Zahlen zustande kommen. Er war kein Physiker, er war nur Mathematiker. Und Sie werden jetzt erleben, also in dieser nächsten halben Stunde, wie Balmer auf diese Zahlen, eigentlich nicht auf diese Zahlen, sondern auf das Gesetz, das dann schließlich und endlich diese Zahlen heraufbeschwört, wie auf dieses Gesetz gekommen ist. Und es ist unglaublich fantastisch. Es ist ganz einmalig. Es gibt fast keinen anderen Vergleich dafür. Fast nirgends. Vielleicht bei Kepler, wie der die Keplerschen Gesetze gefunden hat, das ist ähnlich, aber bei Balmer ist es noch viel, viel interessanter und viel beeindruckender. Also ich sage Ihnen schon, Sie werden jetzt etwas ganz was Tolles erleben, jetzt muss ich es Ihnen auch wirklich zeigen. Das stimmt. Balmer geht ganz einfach vor, er sagt sich, na, das sind halt jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Zahlen. Und ich weiß nicht, wie sie zustande kommen. Aber ich mache einmal Folgendes. Ich dividiere die 4 größeren durch die kleinste. Also ich dividiere 2.056.410 durch 1.523.310. Ich dividiere es einmal durch. Und wenn man das durchdividiert, Balmer hat es natürlich mit der Hand dividiert, aber heute macht man das ja alles mit der Tupfmaschine. Also gut, kommt 1,349962 heraus. Und Balmer schaut das Ergebnis an und sagt, das ist interessant, 9962. Ich meine, der Zweier hinten ist ein Fantasiezweier, weil es ist ja immer nur 5 Stellen genau. Ja? Und wenn man sich überlegt, es sei nur 5 Stellen genau, dann könnte man ja runden. Nicht? Das 9,9 und das 6er auch noch, also das würde doch dazu zwingen, dass man aufrundet auf 1,35. Das ist genauso richtig. Also der Unterschied ist innerhalb der Messgenauigkeit. Diese Rundung ist durchaus erlaubt. Aber 1,35, das ist 135 Hundertstel, also das kann man kürzen durch 5, das sind dann 27 Zwanzigstel. Also ist das Verhältnis von 2.056.410 durch 1.523.310 eigentlich richtiger 27 durch 20. Und das ist natürlich schöner, weil es kleiner ist. Ja, und jetzt sagt er, jetzt mache ich weiter. Die nächste Zahl. 2.303.240 durch 1.523.310 dividiert, ergibt 1,511997. Da klingelt schon. 997. Das muss man aufrunden. Das muss man aufrunden auf 1,512. Und 1,512, das sind 1512 Tausendstel. Und da kann man wieder kürzen. Durch 8 sogar. Da können Sie durch 8 kürzen. Und Sie bekommen, wenn Sie durch 8 kürzen, 189 125stel. Und wissen Sie, was Balmer sagt? Das ist das Richtige. Das ist eigentlich das, was die Physiker falsch gemessen haben. Aber das ist das Richtige. Das gibt uns die Natur. 189 125stel muss stimmen.
Er dividiert die vorletzte durch die erste. 2.437.290 durch 1.523.310. Wir haben es schon einmal dividiert. Sie sehen, da kommt raus 1,599996. Also, wenn man das Ergebnis sieht, weiß man, ich bin auf dem richtigen Weg. Jetzt hat er gesagt, das kann nicht mehr falsch sein. Denn dieses 99996, das muss ich doch aufrunden, das muss doch 1,6 sein. Und 1,6, das sind 16 Zehntel, kann man kürzen, sind 8 Fünftel. Also das muss 8 durch 5 sein. So, und jetzt war er schon, Sie können sich vorstellen, also da ist man schon begeistert. Ich bin auf ein tiefes Gesetz gekommen. Jetzt dividiert er noch die letzte durch die erste. 2.518.130 durch 1.523.310 und bekommt 1,653064. Oje. Was ist das? Und jetzt kommt die nächste gute Eigenschaft eines Lehrers. Ein Lehrer gibt nicht auf. Er gibt nicht auf bei seinen Kindern, aber er gibt nicht auf, auch wenn er sich etwas stur vornimmt. Er sagt sich, da muss was rauskommen. Er sagt sich, na jedenfalls, statt der obigen Division könnte ich ja die beiden Nullen hinten weglassen, sind eh wurscht. Also ich dividiere 251.813 durch 152.331. Und jetzt müssen Sie beobachten, wie er dividiert hat. Er dividiert so, wie wir heute nicht mehr dividieren können. Also ein paar Mathematiker können es noch, aber die Normalbürger dividieren nicht mehr so. Hat man sich sozusagen, früher konnte man das, also im 19. Jahrhundert hat man diese Division noch so durchgeführt. Er hat gesagt, also ungefähr geht es zweimal, aber zweimal 152.000, das ergibt 300.000, ist ein bisschen mehr, da muss man was wegziehen. Also den Rest von den 300.000 irgendwas zu den 251.000 irgendwas, den muss ich abziehen. Also der Rest sind 52.849. Also 52.849 durch 152.831 muss ich eigentlich abziehen. Das ist die richtige Division. Division, wenn Sie so wollen, mit Rest, aber der Rest ist hier halt negativ, weil ich da näher dran bin. So, jetzt habe ich die Division durchgeführt, jetzt bin ich eigentlich fertig. Und Palmer hat gesagt, jetzt sind wir noch nicht fertig. Ich kann zwar nicht 52.849 durch 152.331 dividieren, das kann ich nicht, aber umgedreht kann ich es. Ich kann 152.331 durch 52.849 dividieren. Das geht. Nicht? Ungefähr 5 in 15 geht dreimal. Dreimal. Probieren wir dreimal. Dreimal ist ein bisschen zu viel. Müssen wir wieder was abziehen. Das geht dreimal und der Rest ist 6.216 durch 52.849. Palmer sagt, das kann er wieder nicht ausrechnen. Aber was kann er machen? Umdrehen. Er dreht um, 52.849 durch 6.216, 6 in 52, 6 in 54 geht 9 Mal, probieren wir 9 Mal. 9 Mal ist natürlich ein bisschen zu viel, wir müssen wieder was abziehen. Abziehen müssen wir 3.095 durch 6.216. Und jetzt klingelt es bei Palmer. 3.095 durch 6.216. Das ist ja fast 1 zu 2. Das ist ja praktisch 1 zu 2. Also er setzt die 3.095 durch 6.216 durch 1 durch 2 und sagt sich, naja, wenn ich das ersetze, was ist denn 9 minus 1 halb? 9 minus 1 halb. 9 sind 18 halbe, weniger 1 halbe sind 17 halbe. Sind 17 durch 2. Also sagt er sich, eigentlich müsste 52.849 durch 17 ersetzt werden und 6.216 durch 2 ersetzt werden. Das macht er jetzt bei der vorletzten Division, also hinten. Statt 6.216 schreibt er 2, statt 52.849 schreibt er 17. Was ist denn 3 minus 2 durch 17? Ja, 3 mal 17, das ist 51, 51 weniger 2 ist 49, habe ich 49 durch 17. Also sagt sich Palmer, die 152.331 ersetze ich durch 49 und die 52.849 durch 17. In der ersten Division, die da oben steht. 17 durch 49 steht da jetzt.
Was ist denn 2 minus 17 durch 49? 2 mal 49, Gott im Himmel, ist 98. Nein? 98 weniger 17 ist 81. Habe ich 81 durch 49? Das ist es. Palmer ist nicht auf diese Methode draufgekommen. Die Methode hat schon Heuchens, von dem ich ja vorher erzählt habe, gekannt. Das hat Heuchens verwendet für seine Zahnräder. Die Methode hat sogar schon Pythagoras gekannt. Die ist uralt und unglaublich raffiniert. Denn schauen Sie, wenn Sie nämlich wirklich 81 durch 49 dividieren, bekommen Sie 1,653061. Schauen Sie sich das an. 1,653061 bei 81 durch 49. Und bei der oberen Division haben wir 1,653064. Auf Deutsch, wir haben es. Jetzt wissen wir, was es ist. Es ist 81 durch 49. Also unglaublich, wie diese schönen, einfachen Zahlen zustande kommen. Jetzt schreibt sie Palmer auf. Er sagt sich, also da war Rot. Rot war die 1.523.310. Und das Türkise, war 27 Zwanzigstel davon. Das ist 27 durch 20. So, und das Blaue, das ist 189 durch 125 davon. Also 189, 125 davon. Und das Indigo ist 8 durch 5 vom Roten. Und das Violette ist 81 durch 49. Jetzt haben wir schon sehr schöne Zahlen. Und wir spüren es auf der Zunge, wir sind auf dem richtigen Weg. Das einzig Blöde ist, das bezieht sich noch auf das Rote. Und wie können wir jetzt die 1.523.310 wegbekommen? Palmer muss ein irgendwie auch mystisch denkender Mensch gewesen sein. Vielleicht war er auch zahlengläubig, ich weiß es nicht. Aber was er jedenfalls gemacht hat, ist, dass er sich angeschaut hat, diese eigenartigen Nenner, nicht? 20, 20, das ist doch 5 mal 4, nicht? Und 125, 125 ist 5 mal 25. Also ist 5 mal 5 Quadrat. Und bei dem nächsten habe ich überhaupt nur 5 stehen. Und 49, das ist 7 Quadrat. Das kann doch nicht Zufall sein. Das kann doch nicht Zufall sein. Also ein bisschen Zahlenmystik muss ja stimmen. Ne? Der Fünfer. Dreimal kommt der Fünfer vor. Der Fünfer. Sozusagen der Fünfer, der kommt da dreimal vor, den müsste man dann irgendwie wegbekommen. Währenddessen, wenn Sie sich anschauen, die zweite Zeile, da steht 5 Quadrat, bei der ersten Zeile steht 4, bei der zweiten Zeile steht 5 Quadrat, bei der letzten Zeile steht 7 Quadrat. Welche Quadratzahl fehlt uns da? 6 Quadrat, 6 Quadrat fehlt. Und da sagt Palmer, das werde ich jetzt ins Rote hinein verpacken. Er schreibt 5 durch 36 beim Roten hin und vergisst diese krumme Zahl, 1.523.310. 5 durch 36. Der Fünfer, weil er zu viel ist, und der 36er Nenner, weil er uns noch fehlt. So. Und jetzt tut er alle anderen Zahlen mit dem 5 durch 36 multiplizieren. Denn vorher hatten wir sie ja mit der 1 Million und so weiter multipliziert, aber jetzt müssen wir es mit 5 durch 36 multiplizieren. Also 27 durch 20 mal 5 durch 36. Sie sehen, der 5er, der wird gekürzt mit dem 20er. Außerdem 27 und 36, das können wir auch kürzen. Durch 9, nicht? Also wenn wir beide Kürzungen durchführen, bleibt uns 3 durch 16 übrig. 3 durch 16. Gut. 189 durch 125 mal 5 durch 36. Also immer mit dem, wo 5 durch 36 steht bei Rot. Immer mit dem multiplizieren. Da können wir wiederum den 5er kürzen, bleibt 25 im Nenner. 189 und 36, da kann man auch kürzen, bleibt 21 durch 100. 21 durch 100. Ja, keine schlechte Zahl. 8 durch 5 mal 5 durch 36, na, da kann man total durchkürzen, ne? Der 5er ist weg. Und 8 und 36, da kann man doch 4 kürzen, da bleibt nichts anderes als 2 durch 9. So, und 81 durch 49 mal 5 durch 36, da wird der 5er zwar nicht gekürzt,
Aber 81 und 36, das geht durch 9 ohne Schwierigkeiten. Und was bleibt uns dann? 45 durch 196. Sehen Sie? Und jetzt ist eigentlich schon in Vergessenheit geraten fast die 1.523.310. Die schauen wir gar nicht mehr an. Sondern nur, wir schauen an. 36, das ist doch 6 Quadrat. Und dann bei 3 durch 16, 16, der Nenner, das ist 4 Quadrat. Und bei der nächsten, der Nenner 100, 100, das ist doch 10 Quadrat. Und der nächste Nenner 9, 9, das ist doch 3 Quadrat. Lauter Quadratzahlen im Nenner, denn 196, das ist 14 Quadrat. Und wieder spürt Palmer, er muss auf dem richtigen Weg sein. 6 Quadrat, 4 Quadrat, 10 Quadrat, 3 Quadrat, 14 Quadrat. Also schöner wäre es, wenn es richtig aufsteigend wäre. Wenn wir hätten 6 Quadrat, 8 Quadrat, 10 Quadrat, 12 Quadrat, 14 Quadrat, dann wäre es schöner. Das kann man aber auch machen. Statt 16 im Nenner zu haben, kann ich natürlich auch 64 im Nenner haben, indem ich erweitere mit 4. Ich tue mit 4 erweitern. 3 durch 16 mit 4 erweitert, ergibt 12 durch 64. Ist das Gleiche. Klar. Und statt 9 im Nenner zu haben, kann ich auch 144 im Nenner haben. Denn 9 mal 16 ist 144. Ich muss nur mit 16 erweitern. 2 mal 16 ist 32. Also ich nehme 32 durch 144. Dann habe ich wirklich die Latte durch. 6 Quadrat, 8 Quadrat, 10 Quadrat, 12 Quadrat, 14 Quadrat, wie es sein soll. Das sind die Zahlen der Farben. Also wie da drauf gekommen, also haben Sie vorher noch sich die Zahlen gemerkt? Das waren doch solche krummen Größen. Und jetzt diese wunderschönen Zahlen. 36, 64, 100, 144, 196. Diese Quadratzahl im Nenner. Was ist denn 36? 36 ist doch 9 mal 4. Also 5 durch 36 ist 5 durch 9 mal 4. Und 64? 64 ist 16 mal 4. Also haben wir 12 durch 16 mal 4. Und 21 durch 100 ist 21 durch 25 mal 4. 25 mal 4 ist 100. 144? 144 ist 36 mal 4. Also steht hier 32 durch 36 mal 4. Und 196 ist 49 mal 4. Also haben wir 45 durch 49 mal 4. Also Sie sehen, 9 mal 4, 16 mal 4, 25 mal 4, 36 mal 4, 49 mal 4. Und jetzt hat Palmer sogar gesehen, wie die Zähler zustande kommen. Die haben wir noch gar nicht angeschaut. Der Fünfer. Also im Nenner steht 9 mal 4 und 5, das ist 9 minus 4. Also steht hier 9 minus 4 durch 9 mal 4. Und 12, 12 ist doch 16 minus 4. Also steht hier bei der türkisen Farbe 16 minus 4 durch 16 mal 4. Und 21, das ist wirklich so, 21 ist 25 minus 4. Also steht bei der blauen Farbe 25 minus 4 durch 25 mal 4. Und 32, 32 ist 36 minus 4. Also steht bei der Indigo-Farbe 36 minus 4 durch 36 mal 4. Und 45 ist 49 minus 4. Also haben wir bei Violett 49 minus 4 durch 49 mal 4. Ist das nicht hinreißend schön? Das ist doch so schön, wie die Farben selbst schön sind. Also Sie sehen, wie bunt die Mathematik ist, wenn man nur ein bisschen daran glaubt, etwas spielt, ein bisschen rechnen kann, herumprobiert. Physiker tun ja auch experimentieren, nicht? Das war sozusagen, Sie erleben, Sie haben zum ersten Mal so ein geschicktes, intuitives, mathematisches Experiment.
Und das von einem Schreib- und Rechenlehrer. Also, da steckt eine Formel dahinter. Sie haben n Quadrat minus m Quadrat, die Differenz von zwei Quadratzahlen, durch n Quadrat mal m Quadrat, das Produkt der zwei Quadratzahlen. Das ist die Formel. Das ist wirklich die Balmersche Formel. Denn beim Roten ist das n 3, 9 ist ja 3 Quadrat, und das m 2. 2 Quadrat ist 4. Und beim Türkisen, da ist das n 4, weil 4 Quadrat ist 16, und das m ist 2, immer 4. M ist immer 2. Beim Blauen ist n 5, 5 Quadrat ist 25, und m ist 2, soll immer 2 sein. Und bei Indigo ist n 6 und m 2, 6 Quadrat ist 36. Und bei Violett ist n 7 und m 2. Und so entsteht die Farbe des Wasserstoffatoms. Dann haben die Physiker, das muss ich Ihnen jetzt weiter erzählen, Sie können es jetzt nicht sehen, weil man kann es nämlich nicht sehen, nicht im sichtbaren Licht, die haben das Wasserstoffatom noch weiter zum Leuchten gebracht und festgestellt, das leuchtet auch in Infrarot. Das ist also eine Farbe, die man nicht sehen kann, weil es unterhalb des Roten ist, also die Wellenlänge ist noch größer als die vom roten Licht. Und es leuchtet auch im Ultraviolett, da ist die Wellenlänge kleiner als das violette Licht. Man kann es zwar nicht sehen, aber messen. Und die haben das gemessen. Beim Infrarot kommt die gleiche Formel zustande, nur ist da das M1. Aber mit derselben Formel. Und beim Ultravioletten kommt die gleiche Formel zustande, nur ist da das M3 und das N4567 oder das M4 und das N5678. Immer die gleiche Formel. 1875 hat Balmer diese unfassbar brillante Formel gefunden. Und das war der Teil der Mathematik, den ich Ihnen beibringen, diese Mathematik darin. Das Einzige ist, die Physiker haben jetzt diese Formel zur Kenntnis genommen, haben gesagt, ja, das stimmt. Aber wie es zustande kommt, wissen wir natürlich nicht. Ein bisschen kann man natürlich schon geschickt sein, wenn man diese Formel sich anschaut, n Quadrat minus m Quadrat dividiert durch n Quadrat mal m Quadrat. Wer das als Bruch schreibt und weiß, dass man Brüche zerbrechen kann, ja, dann habe ich n Quadrat durch n Quadrat mal m Quadrat minus m Quadrat durch n Quadrat mal m Quadrat. Und da kann man dann kürzen. Da bleibt übrig der Bruch 1 durch m Quadrat minus 1 durch n Quadrat. Ist auch die gleiche Formel. Das Einzige, was Sie vielleicht noch sich fragen werden, ist, ja, aber lieber Herr, jetzt haben Sie uns da diese schönen Zahlen hergeholt, aber wo ist eigentlich die Sache mit den 1.500.000 und so weiter geblieben? Ja. Warum waren die Zahlen früher eigentlich so krumm? Wissen Sie, warum die so krumm sind? Weil wir ja die Wellen auf einen Meter genau immer gemessen haben. Wir haben ein Metermaß genommen und gefragt, wie viele Wellen sind da drauf? Aber das Wasserstoffatom wusste nicht, dass die Menschen irgendwann einmal sagen, das ist ein Meter. Ja? Also die krummen Zahlen, die gemessen worden sind, sind eigentlich deshalb so krumm gewesen, weil ein Meter einfach so lang ist. Nämlich ein 10-Millionstel jenes Quadranten, der vom Nordpol über Paris, das musste natürlich sein, bis zum Äquator führt. So hat die Nationalversammlung in Frankreich festgelegt. Das soll ein Meter sein, haben dann einen Urmeter hergestellt, das war nicht ganz genau, aber das war halt ein Metermaß. Aber dieses Metermaß hat natürlich nichts mit Wasserstoff zu tun. Und aufgrund dieser Tatsache sind sozusagen diese Zahlen, wie sie hier vor uns sind, so verschleiert gewesen durch krumme Größen. Und was Balmer geschickt gemacht hat mit diesem mystischen Gedanken war, dass er sozusagen sich vom Meter befreit hat. Es gibt dann, also wenn Sie wirklich diese Zahlen wieder zurückbekommen, müssen Sie mit einer Konstanten all diese Größen, die hier stehen, multiplizieren. Diese Konstante hat bei den Physikern einen Namen, heißt Rydberg-Konstante. Ich will jetzt da hier nicht darauf eingehen. Ist auch ganz egal. Was wichtig ist, ist, dass diese Formel stimmt und die Physiker wussten nicht, was diese Formel bedeutet, bis zum Jahre 1913. 1913 hat ein Physiker, nämlich Niels Bohr,
zum ersten Mal erkannt, was diese Formel ist. Er hat gesagt, im Wasserstoffatom besitzt dieses Elektron, das ist im Wasserstoffatom sozusagen die Hülle. Das Elektron ist im Wasserstoffatom ein riesengroßes Ding. Ja. Zwar irgendwie verschmiert, aber riesengroß. Ja. Und hat in dieser Größe, in der es sozusagen sich um den Atomkern, der sehr klein ist, ein Zehntausendstel von dieser Größe des Atoms, da hat es verschiedene Energiestufen. Und die Energiestufen kann ich durchzählen mit 1, 2, 3, 4, 5. Diese Energiestufen des Wasserstoffatoms, die sind einfach Zahlen, nämlich des Elektrons im Wasserstoffatom. Und wenn jetzt von einer Energiestufe dieses Wasserstoffatom-Elektron sich in eine andere Energiestufe hinbewegt, dann muss die Restenergie ausgesendet werden als Licht. Und genau das ist es. 1 durch n Quadrat steht für die eine Energie, 1 durch m Quadrat für die andere Energie und die Differenz ist die Energie des Lichtes, das ausgestrahlt wird. Das ist der Beginn der modernen Physik, meine sehr verehrten Damen und Herren. All das, was wir jetzt in Physik lernen, ist immer die Physik des 20. Jahrhunderts, also ein bisschen noch Physik Newtons, ein bisschen Mechanik, ein bisschen die Physik Maxwells, ein bisschen Elektrodynamik, aber im Wesentlichen die Hauptphysik ist die Physik des 20. Jahrhunderts, die begonnen hatte mit der Idee, wir können den Stoff der Schöpfung, die Materie wirklich verstehen. Und der Ansatz des Verstehens war bei Niels Bohr, der dieses Atommodell entwickelt hat. Von dem man sagt, das ist falsch, aber das, was ich Ihnen erzählt habe, das stimmt schon so. Man glaubt dann, das Elektron kreist oder sowas, das hat Bohr auch niemals behauptet. Nicht ernsthaft geglaubt jedenfalls. Das ist nur so ein Bild gewesen. Also, wenn Sie so wollen, die Physiker behaupten, im Jahr 1900 ist die Quantentheorie entwickelt worden, indem Max Planck entdeckt hatte an der Strahlung des sogenannten schwarzen Körpers, ich habe schon davon gesprochen, also der Glühlampe, die strahlt ja in einer gewissen Art und Weise, wie es sich die klassische Physik nicht erklären konnte. Da hat Planck eingeführt das sogenannte Wirkungsquantum, da hat man gesagt, da beginnt die Quantentheorie. Andere sagen, es beginnt eigentlich 1905, denn 1905 hat Albert Einstein gesagt, Newton hat doch recht gehabt, das Licht ist Teilchen. Dass es auch Welle ist, das hat Einstein sozusagen mitgenommen. Das war überhaupt vollkommen unverständlich, aber damit hat eine neue Physik begonnen, 1905. Aber meine These hier, die ich hier in diesem Saale heute am 18. Jänner vertrete, ist, die Physik, die Quantentheorie hat begonnen 1875 mit der Entdeckung der Balmerschen Formel. Das war wirklich unglaublich. Und wissen Sie, Richard Feynman behauptet, und da hat er vollkommen recht. Die Quantentheorie ist eine Theorie, die wir nicht verstehen. Wir können zwar nach ihr rechnen, alle Ergebnisse stimmen, aber warum sie stimmt, verstehen wir nicht. Und was meine Frage ist, ist, wie kann man eine Theorie ersinnen, die man nicht verstehen kann? Und wissen Sie, wie das geht? Man denkt gar nicht daran, dass man was verstehen möchte, man rechnet nur einfach. So wie Balmer. Der hat ja kein Modell gehabt. Der hat sich nicht vorgestellt, das Atom ist ein kleines Kügelchen oder das Elektron ist ein noch viel kleineres Kügelchen. Das war ihm alles egal. Er hat nur gerechnet. Und mit dieser Rechnung allein, die dann auf ein Ergebnis gestoßen ist, das in seiner Schönheit überwältigend war, ist diese neue Theorie entstanden und man hat sich an dieser Rechnung entlang gehandelt. Jetzt können Sie sagen, na lieber Herr Daschner, das ist vielleicht Ihre Behauptung, aber das stimmt vielleicht gar nicht. Das stimmt. Denn Bohr hat 1813, da war er in England bei J.J. Thomson zuerst und hat sich mit dem überhaupt nicht vertragen, da war er bei Rutherford. Bei Rutherford hat er sehr viel gelernt über das Atom, aber es war völlig unklar, wie das Atom ausschaut. Nicht? Rutherford hat diese Idee gehabt, das Elektron kreist irgendwie um einen Kern herum, aber das geht sich ja nicht aus. Wenn das Atom ein Planetensystem wäre, dann wäre es ja ziemlich flach. Ja? Wieso hat das Volumen? Völlig unklar. Wieso gibt es bestimmte Radien? War völlig unklar. Und Bohr hat da auch mitgearbeitet und es war also alles noch sehr in Schwebe. Und dann hat Bohr wirklich geschrieben, sobald ich Balmers Formel sah, war alles klar. Es war wirklich die Balmersche Formel.
die Bohr zur Erkenntnis gebracht hat, wie schauen die Atome aus. Sie werden jetzt sagen, jetzt haben Sie aber nur das Wasserstoffatom erklärt. Das war ein Glück, das ist das Einfachste. Bei allen anderen ist das viel, viel komplizierter. Also ich habe wirklich die einfachste Mathematik gemacht, aber so einfach, dass es immer noch die Wahrheit in sich trägt. Das ist gleichsam, wenn Sie so wollen, das Ziel jedes Vortrags. Es möglichst einfach zu machen, aber so einfach, dass man auch sagen kann, ja, ich habe das Parfum dessen gerochen, wie es wirklich stimmen soll. Wenn Sie es wirklich ganz genau wissen wollen, müssen Sie das Parfum trinken, dann sind Sie Experte, aber das will ich Ihnen nicht antun. Es ist viel besser, Sie kommen hierher und genießen hier nur diese Ahnung. Mit dieser Ahnung haben Sie schon eigentlich alles verstanden, was im Wesentlichen verstehbar ist in der Quantentheorie. Alles andere ist zwar weiter rechenbar, aber viel besser verstehen wir sie ohne dies nicht. Wenn Sie jetzt dann rausgehen und sagen, ich habe es trotzdem nicht ganz verstanden, dann haben Sie ganz recht. Niemand kann es ganz verstehen. Aber dass uns das gelungen ist, es so schön zu sehen, das ist unglaublich. Eine Formel, die gleichsam wie durch Zauberhand entstanden ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben also in dieser Serie über Rechnungen gesprochen, die die Welt verändert haben. Und diese Rechnung hat die Welt wirklich verändert. Also all das, was wir heute an technischem Know-how haben, hängt von der Quantentheorie ab. Der Laser, das GPS, all das hängt von der Quantentheorie ab. Alle integrierten Schaltkreise, all das hängt von der Quantentheorie ab. Es gibt nichts anderes, was wichtiger ist als die Quantentheorie für unsere technische Zivilisation. Also diese Rechnungen haben wirklich die Welt verändert. Und weil das jetzt so fantastisch ist, werde ich auch diese Reihe damit abschließen. Aber wir hören nicht auf. MathSpace geht weiter. Und weil ich jetzt mit einer Formel geendet habe, werde ich also im Sommersemester dann über Formeln sprechen, die unsere Welt veränderten. Bleiben Sie bitte dran. Ja? Kommen Sie zu einer Formel. Sie können mir glauben, da wird weniger, also nicht mehr so viel gerechnet wie heute. Ich danke Ihnen, dass Sie durchgehalten haben, all diese Divisionen. Es waren ja wirklich nur Divisionen. Sie haben es gesehen, es war eigentlich höchst eigenartig. Und ich beginne bei den Formeln im März mit der Formel des Pythagoras, die ja recht bekannt ist. Aber was steckt dahinter? Was kann man aus ihr herauslesen? Was gibt es dazu zu erzählen? Und Sie können mir glauben, es gibt immer noch zu erzählen. Ich kann einfach mit dem Erzählen nicht aufhören. Und wenn Sie auch nicht aufhören können zu kommen, dann bin ich Ihnen sehr, sehr dankbar. Bitte bleiben Sie dran, auch wenn der Saal sehr klein ist für unsere Verhältnisse und Sie stehen mussten und vielleicht nicht alles genau miterleben konnten, aber es wird dann auf YouTube, glaube ich, dieser Vortrag wieder gezeigt. Da müssen Sie herumgoogeln und irgendwie meinen Namen oder Palmer suchen und plötzlich kommt dann dieser Vortrag und Sie können dann nachrechnen und mit dem Taschenrechner da sitzen, ob ich mich nicht irgendwie verrechnet habe oder ob das alles nicht gefaked ist. Sie können mir glauben, es ist es nicht. Es ist einfach die Wahrheit. So hat der liebe Gott die Welt geschaffen und wir sind glücklich, dass wir in ihr so leben können. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.